Jo, was geht ab? Mein Name ist Bushido. Wir sind hier immer noch unten bei mir im Keller. Das ist das zweite Ansagevideo zum großartigen Berlin's Most Wanted Album, welches am 22.10. erscheinen wird. Wie gesagt, im ersten Video habe ich euch schon einiges erzählt. Ich habe mich mit Kongo darauf geeinigt, dass wir so wie des Öfteren in der Vergangenheit drei Videos aufnehmen werden, wo ich euch halt so ein bisschen was erzähle über das Album, Single, Beats, Features etc. pp. Und bevor ich hier anfange, muss ich mal ganz kurz gucken, was ich hier gerade reingeladen habe. Ich habe mal so die Raps mal gemutet. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Beat hier gerade ist, Alter. Mal gucken, wir müssen den Sound hier mal aufdrehen. Ist das? Kenne ich den Song. Ja, so, nochmal zurück zum Thema. Zweite Ansage-Video hier zum Berlin's Most Wanted Album. Ich sitze hier immer noch alleine bei mir unten im Keller. Flair ist gerade aufgewacht. Wir haben hier 17:30 Uhr. Kay ist schon angeblich seit 3 Stunden eigentlich schon hier. Hab aber noch nicht gemerkt, dass er gekommen ist. Und ich habe halt so mal die Zeit genutzt und werde hier mal schnell mit Jarek euch noch ein paar Sachen erzählen. Also Jarek, du darfst nicht reden. Du riechst, das reicht. Ich habe euch im ersten Video erzählt, dass ich eigentlich so gut wie alles auf diesem Album produziert habe, so 85, 90%. Ja, da hat sich jetzt auch nichts geändert eigentlich. Die einzigen beiden Menschen, mit denen ich musikalisch auf diesem Album zusammenarbeiten werde, sind Joker F und Bizarre. Und die haben dann auch halt sozusagen die restlichen 10, 15% dann auch produziert. Und im Moment sind das auch so die einzigen, die ich auch musikalisch respektiere, alles andere ist voller Quatsch. Also, ich kriege ja auch immer so Mails und so, ja, hier, hör dir mal meine Beats an und so, aber jetzt halt in die Tonne kloppen, Alter. Also Bizarre und Joker F sind auf jeden Fall die einzigen im Moment, die real sind. Real. Und ja, Bizarre hat das ja auch alles dann gemischt. Ich habe hier alles aufgenommen bei mir im Keller. Undercover-mäßig so. Ich musste Flair aufnehmen, ich musste Kay aufnehmen, Kay hat mich aufgenommen. Es war auf jeden Fall richtig, richtig Mord und Totschlag manchmal hier unten. Ja, wie gesagt. Was jetzt die genaue Anzahl von Beats nochmal betrifft, da möchte ich jetzt im Moment nichts zu sagen, weil es kann immer wieder sein, dass kurz vor Abgabe nochmal ein Song rausfliegt oder irgendwie auf die Schnelle ein Song dazukommt. Deswegen, wenn ich euch jetzt 16 Songs sage, am Ende sind 19 drauf oder wenn ich jetzt 14 sage und am Ende sind 3 Songs drauf, fangen die Leute wieder an rumzuheulen. Deswegen will ich mich jetzt auf die Zahl nicht festlegen, aber die Prozente reichen und außer Joker F, Bizarre und Bushido hat niemand an diesem Album mitproduziert. Ich habe euch auch erzählt, dass wir eine normale Edition rausbringen werden, also die Standard-Album-Version plus eine limitierte Super Special Undercover Most Wanted Edition. Und, obwohl, Most Wanted Edition ist eigentlich auch eine gute Idee. Eine gute Idee. Ich hänge zu viel mit Cosimo rum. Jedenfalls kann ich euch dazu sagen, dass auf der Limited Edition zur normalen Album-Version praktisch 3 Solo-Songs dazukommen werden. Also wir haben auf dem im normalen Album praktisch alle Songs zusammen gemacht, also Bushido, Kay und Flair, und haben uns gedacht, okay, wir sind Solokünstler und werden dann auf der Limited Edition sozusagen ein Kay-Solo raufhauen, ein Flair-Solo raufhauen und ein Bushido-Solo raufhauen. Das ist sozusagen, das sind die Bonus-Songs, die zum normalen Album-Paket dazukommen. Und außerdem wird da auch noch eine DVD dabei sein. Und diese DVD, sage ich euch ganz ehrlich, also wenn ihr jetzt sozusagen die Live in Europa DVD gekauft habt oder was auch immer oder runtergeladen habt und jedenfalls, falls ihr diese DVD gesehen habt, dann wird euch auffallen, dass wir da schon relativ viel Wert auf Humor gelegt haben. Und Kay und Bushido haben ja so ein neues Projekt gerade am Laufen, dazu kann ich auch nichts sagen, aber jedenfalls hat das schon eher so damit zu tun, dass man ein wenig von der Musik weggeht und eigentlich nur zeigt, wie Leute therapiert werden. Und dieses Format, an dem wir gerade arbeiten, wird auf dieser DVD nochmal extrem nochmal verdeutlicht. Also die DVD ist richtig Chaos, Alter. Also wer die DVD in der Hand hält und sie in den DVD-Player reinsteckt, das ist unglaublich. Das ist so witzig. Also das geht von A bis Z. Ich will euch jetzt nicht alles verraten, aber die DVD, die wird unglaublich. Und ich habe auch schon Jarek gesagt, was er auf jeden Fall nicht rausnehmen darf. Und wenn ihr Menschen sehen wollt, die Butter essen müssen und so, dann müsst ihr euch auf jeden Fall mal die Limited Deluxe DVD kaufen. Jedenfalls, beziehungsweise die Limited Deluxe BMW Most Wanted DVD Edition, was auch immer. Ja. Also überlustig werden.
Ich habe euch auch gesagt, wir werden zum allerersten Mal vor der Single zwei Videos rausbringen. Wir werden zwei Videopremieren feiern, werden euch zwei Videos von Berlin's Most Wanted zeigen. Und ich würde mal sagen, ja, legt mich nicht fest, aber wenn ich jetzt so entscheiden müsste, würde ich mal tippen, dass wir mal so die, ja, die vierte Septemberwoche anpeilen, also die Woche, in der ich auch Geburtstag habe. Ich würde mal tippen, irgendwas so um den 22.09. rum, werden wir wahrscheinlich dann die Premiere feiern. Im Forum, auf Facebook, auf Twitter, auf MySpace und auf allen möglichen Internetplattformen. Aber als Grundgerüst natürlich bei mir auf meiner Seite im Forum, beste Forum der Welt, Alter Kongo, die Atzen. Und zweite Video wird dann dementsprechend, lass mich überlegen, also wenn wir das dann, ja, also wenn wir am 8. sozusagen die Single veröffentlichen werden, würde ich mal tippen, dass wir auch in der Woche vor dem 8. dann auch das zweite Video nochmal dann rausbringen werden. Also ihr habt dann auf jeden Fall erstmal zwei Videos zum Berlin's Most Wanted Album, am 8.10. dann die Single, die beide Videos und beide Tracks dann zusammenschließt, physikalisch und digital. Und um dann 2 Wochen später am 22.10. Das Album rauszubringen, in beiden Editionen. Und dann werden wir sogar so weit gehen, dass wir nach dem Album sozusagen vom zwischen 22. und 26., also 22.10. bis 26.11., praktisch dieser eine Monat zwischen Album und Tour, werden wir dann sogar noch ein drittes Video rausbringen. Ich weiß nicht wann genau, vielleicht. Keine Ahnung, irgendwann vom 3. bis 10. November in der Woche, irgendwie so plus minus ein paar Tage. Also ihr werdet, bevor Bushido und Kollegen auf Tour gehen am 26., werdet ihr definitiv Berlin's Most Wanted in den Händen halten können, plus drei Videos. Ich denke mal, das ist schon ein ganz gutes Paket mit einer unglaublichen DVD. Also das ist unglaublich, wenn ihr seht, was da passiert, was Kay und ich da alles gemacht haben und vor allem, was für Special Guests auf dieser DVD sind. Ihr werdet tot umfallen vor Lachen, ne? Das ist echt, hat sich echt gelohnt. Ja, wie gesagt, ey, das war das zweite Video. Ich danke euch. Ich sitze hier immer noch alleine. Ich habe immer noch dieselben Klamotten an. Hier drinnen ist auch so hell, dass ich meine Sonnenbrille aufsetzen muss. Das ist meine 900-Euro-Sonnenbrille. Falls ihr euch fragt, warum ich überall meine Brille anziehen muss. Ich habe mir die aus Versehen in Bangkok gekauft und wollte eigentlich. Ich war 2 Tage in Bangkok und wollte mir eine Sonnenbrille kaufen, weil ich habe meine alte Sonnenbrille in Doha, also in Katar, auf dem Flughafen vergessen. Auf dem Weg nach Bangkok. Nee, so Quatsch, ich bin da direkt geflogen. Ich habe es in Bangkok verloren auf dem Flughafen, genau. Doha, Katar war ja auf dem Weg nach Malediven. Und dann habe ich mir gedacht, egal, ich gehe mir in Bangkok kaufen, ne, gehe so einen Laden, Brillenladen, sehe die Brille, ich so voll geil, kauf mir die Brille, will so umrechnen, Baht in Euro und ich denke mir so, wow, cool, 90 Euro ist ja ein günstiger Preis, kauf mir die Brille, zahle mit meiner Kreditkarte, mit meiner goldenen und lauf wieder raus und guck so auf den Kassenbon und überleg so, ich so, scheiße, Moment mal, ich glaube, ich habe ein Komma, eine Kommastelle vertauscht. Und die Brille hat dann statt 90 Euro 900 Euro gekostet. Auch voll geil, ich Idiot, Alter. Deswegen muss ich die halt überall anziehen, damit sich das auch lohnt, damit sich die 900 Euro lohnen. Also nicht, dass es mich jetzt juckt, aber einfach nur aus Prinzip. Sonst finde ich das schon sehr maßlos, sich für 900 Euro eine Brille, eine Sonnenbrille zu kaufen. Und deswegen sitze ich hier auch im Keller und habe trotzdem meine Sonnenbrille an. So viel zu meiner Sonnenbrille. Ich sage euch aber nicht, welche Firma, weil ich will auch keine Schleichwerbung machen. Das war Bushido. Ich warte immer noch auf Kay, immer noch auf Flair. Peace.